Also entweder Werwölfe oder Gestaltwandler. Wo ist eure Anführerin? Bringt mich zu eurem Anführer. Noch ein Mädchen. Ihr seid ganz schön groß. Weiß Kaishas, dass ihr hier seid? Ihr solltet zu ihr gehen. Boah. Ihr habt doch keine eigene Meinung, hä? Bist du Kaishas? Nee. Aber du bist der Erste in der Rüstung. Ja, die Anführerin will mit uns sprechen. Gehst du hier jetzt hier raus oder geht's jetzt zu einem Anwesen? Scheint eher ein Anwesen zu sein, hm? Ihr seid von anderswo? Dann seid willkommen. Ja, du sprichst mich an, nur mir zu sagen, dass ich nicht mit dir sprechen soll. Du bist nicht Kaishas, oder? Bist du Kaishas? Kaishas Gun. Na gut, dann holen wir den Rest hier rein. Und schlagen uns selber nicht die Tür vor der Nase zu. So, böses Entdecken. Sie sind beide böse. Ihr seid fremd hier. Ihr nicht gehören dazu. Also, wir wurden von einem bösen Magier beauftragt, eine böse Händlergilde zu überfallen, um in ein böses Dorf zu gehen und danach nach einem Schiff zu suchen, das wahrscheinlich auch von einem bösen Charakter ist. Super. Hallo ihr, die ihr hier nicht hergehört. Ich grüße euch und frage euch, was euch bringt hierher. Die sprechen auch so komisch. Genauso wie Medas. Wir sind Fremden gegenüber misstrauisch. Und manche wird euer Kommen in Angst versetzen. Bitte zerstreut meine Bedenken, dass ihr gekommen seid, um Unheil zu stiften. Die sind böse und wollen nicht, dass wir Unheil stiften. Wir werden euch nichts zuleide tun, weiß ich nicht. Aber der Rest ist einfach nur unhöflich. Wir werden euch nichts zuleide tun. Unser Schiff ist gekentert und wir wurden an die Ufer eurer Insel gespült. Dann seid ihr wie wir, denn unser Anfang war wie eurer. Dies ist lange schon unser Heim, jedoch nicht schon immer. Die Mütter unserer Urgroßmütter kamen von weit her. Warum spricht sie immer nur von den weiblichen Verwandten? Doch sie reisten hierher und die Tiefe verschluckte ihr Schiff. Verfluchte Klippen dort unten haben schärfere Zähne als wir. Euer Schiff ist gesunken? Wie lange ist das her? Ich suche nach einem alten Schiffswrack. Ist dem so? Woher wusstet ihr von diesem Ort? Seit langen Zeiten wir leben ungestört. Und ihr wisst von unserem Schiffswrack? Ja, nehmen wir mal die ehrliche Antwort. Ein Handelsschiff segelte während eines Sturms nahe daran vorbei und sah es. Es trägt die Zeichen von Balduran, einem Helden, der vor ungefähr 300 Jahren spurlos verschwunden war. Ein Mann namens Mendas hat mich angeheuert, um es zu finden. Sein Akzent ist dem euren recht ähnlich. Mendas? Den Namen kenne ich nicht. Ich habe gehofft, einer von unserer Sippe hat verlassen unser Heim vor einiger Zeit und ich dachte, er hätte vielleicht euch gesandt. Ich kenne auch Balduran nicht. Er war nicht einer in unserer Gruppe. Einer unserer Gründer. Er hat nie zu uns gehört. Das Schiffwrack habe ich gesehen, schon seit Jahren nicht mehr. Aber ich weiß, wo es ist. Habt ihr versucht, es zu reparieren? Vielleicht können wir es verwenden, um uns zu retten. Zu reparieren ist da nichts mehr. Es ist schon ewig her seit Landung und Freiheit. Unser Wrack damals war schon ein Skelett und wird Jahre nicht so gut überstanden haben wie wir. Ich war jedoch schon lange nicht mehr dort. Das hat das Mädchen auch gesagt. Oder irgendjemand anders. Also, dass man da nicht hingehen darf und dass es ein verfluchter Ort ist. Warum wart ihr schon so lange nicht mehr beim Schiffswrack? Zu gehen dorthin ist gefährlich. Auf Insel gehen Bestien um. Unsere Mauer dient zum Schutz und wir kämpfen bis aufs Letzte. Das Dorf ist Zufluchtsort, doch die Insel ist wild. Dort sind jene, die nicht dazugehören. Sie bedeuten den Tod für uns und wir für sie. Gibt es keine andere Möglichkeit, von der Insel wegzukommen? Eine Möglichkeit, die Bestien zu umgehen? Es gibt einen Weg. Wir haben begonnen zu bauen ein Schiffshaus. Schließlich, wenn wir Mauer und Dorf bauen können, können wir auch ein Gefährt bauen, das uns hier wegbringt.
Den ersten der Mütter ging es nur ums Überleben, doch jetzt möchten wir weg. Die Bestien verursachen uns Ärger ohne Ende. Das Schiffshaus konnten wir nicht auf dieser Seite der Insel bauen, wegen Klippen und Riffe unter dem Wasser. Auf der anderen Seite der Insel ist es ruhig, doch dort leben die Bestien. Wir haben mit allem gekämpft, was wir haben, doch wir wünschen uns ein friedliches Leben. Vielleicht könntet ihr uns helfen? Wenn ihr tötet die Bestien, wir wären alle frei und könnten fort. Ich glaube, ihr habt Karten für das Meer. Wenn wir das Schiffshaus fertigstellen, könnten wir alle gerettet werden. Ja, wir wissen immer noch nicht, ob die Bestien wirklich böse sind. Wir wissen nur, dass die hier böse sind. Und es kann gut sein, dass die Bestien eigentlich friedliebende Bewohner sind auf der anderen Seite der Insel. Die haben ein Schiff gebaut und die Leute hier wollen einfach nur alle anderen massakrieren, um an das Schiff ranzukommen. Ich muss wissen, von welchen Bestien ihr sprecht. Gegen was müssen wir kämpfen? Die Bestien, sie sind böse und töten uns auf den ersten Blick. Na okay, wir töten auch Gibberlinge auf den ersten Blick, die sind auch böse. Wir haben sie ferngehalten und so sehr als Menschen gelebt, wie wir konnten. Sie sind Tiere und leben wie Wölfe oder Aasfresser. Sie sind ekelerregend und wir verabscheuen sie. Naja, so gesehen essen Menschen auch Aas, also totes Fleisch. Das war sehr informativ, aber um was für Kreaturen genau handelt es sich? Wolfsgleich, aber nicht Wolf. Menschensgleich, aber nicht Mensch. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie man sie nennen kann. Alles, was wir wissen, ist, dass sie wie wir sind, doch sie gehören nicht zu uns. Also seid ihr auch Werwölfe? Nee. Wir sind schon einmal auf einen bösen Auftraggeber reingefallen. Besser gesagt, zweimal mindestens schon in diesem Let's Play. Da möchte ich nicht reingezogen werden. Sucht woanders Hilfe. Dann werdet ihr hier gefangen bleiben wie wir. Vielleicht ihr werdet eines Tages dazugehören, doch nicht jetzt. Ihr seid im Exil und wir werden euch nicht helfen, wenn ihr uns nicht helft. Vielleicht werdet ihr eure Meinung ändern, doch bis dahin wird sich nichts ändern. Ja, na gut, raus hier. Jetzt suchen wir mal die Bestien. Auf der anderen Seite der Insel. So, vielleicht reden die jetzt ja mit uns. Nö, die sagen immer nur, wir müssen mit Kaishas sprechen. Keine eigene Meinung, die Jungs. Immer nur, oh, redet mit unserem Anführer. Wir wollen nichts Falsches sagen. Kommen wir hier raus. Nee, schaut nicht so aus. Also, dahin. Haben wir noch eine Haste? Jo, kommt mal alle zusammen. Du hast auf uns. Genau. Und jetzt rasen wir aufs andere Ende der Insel. Oh, hier ist ja noch eine Mauer. Oh. Noch ein Anwesen. Ja, wir würden aber eigentlich ganz gerne raus aus dem Dorf. Wo geht's hier lang? Noch ein Haus. Bist du jemand Besonderes? Nee. Irgendwie kommen wir nicht von dem Dorf weg. Ah, okay, hier ist ein kleiner Weg. Aber wirklich ein ganz kleiner Weg. Nur eine dünne Sandbank. So, also da ist unser Schiff. Hier ist überall das Dorf. Vielleicht geht's da ja weiter. Aber na gut, das mache ich jetzt mal in Zeitraffer. Ich melde. Ah, zumal die Haste jetzt ausgelaufen ist. Das mache ich im Zeitraffer und ich melde mich, wenn ich irgendwas Interessantes finde.
Ah, okay. Hier scheint es rauszugehen. Durch die kaputte Wand, weil hier sind Torwächter. Es ist nicht klug, ohne Erlaubnis der Anführerin zu gehen. Sie hat gesagt, wir sind im Exil und wir gehören nicht dazu und... Das nehme ich jetzt mal als Erlaubnis, dass wir gehen dürfen. So. Oh, neuer Kartenabschnitt. Gut. Gibt es hier vielleicht eine extra Oberflächenkarte? Das wäre cool. Ne, das Spiel stürzt ab. Bis gleich. So, diesmal konnte ich die Karte auch überqueren, ohne dass gleich das Spiel abstürzt. Ich habe keine Ahnung, was da gerade los war. Aber na gut. Heilen wir den Rest nochmal kurz hoch. Und schauen uns weiter um. Vielleicht finden wir irgendwo die Bestien. Guten Tag, Fremde. Entschuldigt, dass ich so direkt bin, doch ich möchte bitten um eure Hilfe. Ein wenig östlich von hier befinden sich Monster. Der Begriff wird so lose verwendet hier. Sie greifen an eine kleine Gruppe von Leuten. Bitte, wenn ihr habt ein Herz, dann kommt und kämpft an meiner Seite. Ich würde jetzt echt gern böse Entdecken sprechen können. Na gut, zeigt uns den Weg. Wir wollen diesen Bestien lehren, was Angst ist. Hier entlang, hier entlang. So, hinter seinem Rücken machen wir böse Entdecken. Krüller und Merrem sind böse. Palem widerstanden. Na, schauen wir mal. Hier sind wir. Hier ist aber niemand. Ich sehe nichts von einer Schlacht. Sagt, was ihr wollt. Dies ist ein Kampf. Brüder, nehmt an der Schlacht teil. Okay, da unten kommt was. Kommen ein paar mehr. Bildet mal eine Reihe und dann schmeißen wir Feuerbälle. Oder erstmal ein Feuerball. Nee, bessere Idee. Ein Lähmungsstab. Der trifft hoffentlich ein paar mehr. Und du machst deinen Furchtstab. Wir gucken mal, ob die gefiert werden können. Ja, können gefiert werden und können gelähmt werden. Das ist doch super. Oh, oh. Machen wir gut Schaden. Machen sehr gut Schaden. Du heil mal Minsk. Boah, das Heulen nervt vielleicht. Au, 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 au. Trinken. Und du machst Schaden auf den. Und du machst wieder Schaden auf den. Und du blitzdingst mal den da. Oh, das ist echt ganz schön zäh. Und denke ich mal, werden die immer in der Gruppe angreifen, weil es halt Wölfe sind quasi. So, du heilst dich selbst. Du kannst das nicht mehr. Das ist doof. Dann heilst du ihn. Und du machst das Geschoss auf den da. Nein, der ist gelähmt. Den brauchst du nicht angreifen. So, alle auf den panisch weglaufenden. Waffe unwirksam? Jahira. Oh, so benutzt du normale Kugeln. Dann benutzt man die teuren Kugeln. Und du benutzt auch mal die teuren Kugeln. Und du benutzt schon die teuren Pfeile. Gut. Alles tot? Oh, überall liegen Fetzen rum. Okay, also die Bestien sind definitiv... Was? Eine Puppe?